Santos an den Linien. Die Argentinier spielen noch mit 7 Mann, die bei der Weltmeisterschaft 1978 dabei waren. Filiol, Tarantini, Holguín, Gachego, Passarella, Luque und Valencia. Der Superstar dieser Mannschaft ist aber der 19-jährige Diego Maradona, der Mann, der, so sagt man, 120 Millionen Schilling wert sein soll. Denn so viel will Barcelona für diesen Spieler zahlen. Österreichs Mannschaft heute in roten Leibchen und wird heute die Gelegenheit nützen, da er weiß, dass auch die Argentinier Verfechter des Offensivfußballs sind, einmal wirklich auf totale Offensive schalten zu lassen und den Versuch mit Österreichs 3 stärksten Sturmspitzen zu wagen. Verletzt Herbert Prohaska, zumindest angeschlagen nach diesem Foul von Luque. Maradona. Ein herrlicher Pass schon von Maradona. Und Tor für Argentinien. Tor für Argentinien in der 2. Spielminute. Ein Idealpass von Diego Maradona. Und Luque hatte wenig Mühe dann dieses herrliche Wieder Maradona. Was natürlich eine Heimmannschaft zunächst einmal sicherlich in Verwirrung bringt. Der aufgerückte zieht sich Maradona immer zurück, wird nicht Mann gedeckt, das hat Teamchef Stotz ja auch, Donner kann man nicht Mann decken. Maradona. Und da kommt der Pass wieder, spielend leicht, Santa Maria. In Spanien 1982. Menotti sucht und sucht Gelegenheit. Jetzt Krankelfreiwurf abseits. Gachego. Luque. Wieder ist er frei. Und 2:0. Leopoldo Luque. 2:0 für Argentinien. Spielend leicht machen das hier die Valencia. Maradona. Da geht damit eine erfolgreiche Laufbahn als Fußballnationalspieler zu Ende. Consiglia. 0 für den Weltmeister. Maradona. Kranke. Schachner abseits. Maradona. Maradona. Ja, da hilft halt oft nur ein Foul. Des Fußballwunderkindes Nummer 1 im Moment. Valencia. Für Maradona. Und Maradona und Tor 3:0. Im Fallen ist er nicht einmal zu bremsen gewesen. 3:0 für Argentinien. Gemacht jetzt. Ein wunderschönes Tor von Kurt Jara. 1:3. Ja, da lacht heute das Fußballherz bei den Zusehern. Maradona. Holguín. Schöner Haken von Prohaska. Krankl. Jetzt müsst ihr schießen. Ah. Maradona. Die Argentin. Kreuz. Jara. Für Krankl. Valencia, Maradona,
im Duell mit Willi Kreiz. Wer bleibt hier Sieger? Kreiz, bravo. Maradona. Valencia. Maradona gegen Prohaska und Maradona bleibt erfolgreich. Überspielt, weil er im Abwehrzentrum umstritten ist. Er wurde auch alternierend mit knappe 10 Minuten noch zu spielen in der ersten Spielhälfte. Hattenberger. Hintermeier. Fiol. Maradona macht. Santa Maria. Maradona. Luque. Und das war Riesenglück. Schwerer Fehler beim Abspiel aus dem eigenen Strafraum heraus. Und dann Riesenglück bei diesem blitzartigen Schuss von Luque aus der Drehung. So einfach geht das, wenn man es kann. Hintermeier. Jara! Das war schön gemacht. Vielleicht bekommen wir es aus der Torkameraperspektive. Da ist es schon. Hintermeier. Und die ersten 45 Minuten im Wiener Stadion sind gespielt und Weltmeister Argentinien führt gegen Österreich mit 3. Maradona. Jetzt beim Ball. Bekommen mit den Clubs und hat sofort darauf verzichtet. Hat eine Mannschaft rund um Spieler von River Plate und einigen Spielern aus Córdoba und Rosario gebaut. Jetzt Jara. Und der Jara ist wirklich der gefährlichste Mann der Österreicher, der einzige, der wirklich für Gefahr sorgt, nicht nur seines Tores wegen. Erinnern wir uns an den Kopfstoß knapp vor Ende der ersten Spielhälfte und jetzt wieder diese Möglichkeit. Immer wieder über Jara. Gut gemacht jetzt von Olgin. Und Foul. Laufduell jetzt zwischen Obermeier und Santa Maria. Santa Maria bleibt Sieger und jetzt Consiglia. Wieder herrlich gemacht von Maradona. Unglaublich antrittsschnell auch. Jetzt hat er Ballglück gehabt. Da war kein Foul. Schneller abspielen müsste Prohaska. Maradona. Luque wieder für Maradona. Mal in Rechtsaußenposition. Prohaska. Jara. Schachner. Jara. Schachner. Olgin. Valencia. Chance zum zweiten Treffer für die Österreicher. Kein Abseit wurde gegeben. Aufpassen jetzt im Konter. Luque. Gespielt haben jetzt gegen Argentinien und gegen Ungarn von großer Bedeutung. Fiol, Schachner, Valencia, na danke von dieser Anfangsoffensive der Argentinier, bei der sie Österreichs eigentlich
einstellen konnte, hat die Abwehr sicherlich an Format gewonnen. Hattenberg hat heute im Grunde nicht viel gezeigt. Jara! Und herrliches Tor! Ein herrliches Tor zum 4:1, meine Damen und Herren. Na und wer war's? Dreimal dürfen Sie raten. Mittlerweile kennen Sie ihn. Maradona, der neue Stern am Fußballhimmel. Man soll Diaz. Gachego. Und Consiglia muss aufpassen bei diesem Weitschuss von Gachego. Hätte auch genau ins Tor gepasst, dieser Bogenschuss. Aus großer Entfernung, fast 30 Meter. Also sie können wirklich alles. Trickreich spielen, aus großer Entfernung schießen, der hier im Wiener Stadion herunterkam, gegen das, was wir ja bei der Weltmeisterschaft gesehen haben. Da war jetzt Pech dabei. Kroaska. Hattenberger. Und ja, die Flanke war gut, aber der Kopfball war schlecht. Hier die Wiederholung. Kohaska. Und Fignol. Kopfball von Kreuz. Und Eckball. Der sechste. Die Wiederholung. Bulgarien, aber auch mit der Bundesrepublik Deutschland. Wichtig, der aus dem Mittelfeld sicher mehr zu bringen, wie er es in München bewiesen hat. Wurden auch sehr genau dann markiert von den Argentiniern. Prohaska viel am Ball, aber im Abspiel manchmal zu zögernd. Für Argentinien. Isquia. Noch immer Isquia. Und Tor! 5:1! 5:1 für Argentinien. Jetzt haben unsere Spieler zugeschaut, wie die Argentinier noch ihr fünftes Tor gemacht haben. Schauen Sie sich das in der Wiederholung an. Ja, und mit 5:1 hat uns der Weltmeister heute eine empfindliche Lektion erteilt. Und jetzt sind die 90 Minuten vorbei. Weltmeister Argentinien schlägt Österreich im Wiener Stadion mit 5:1. Und der Star des Abends war Diego Maradona mit 3 Toren. Und wir, meine Damen und Herren, versuchen jetzt gleich unmittelbar nach Spielschluss erste Interviews einzuholen. Ich schalte in den Innenraum zu Hans Huber.